Und ich gebe mein bestes, herzliches Willkommen zu einem weiteren Let's Play League of Legends. Und, ja, Sona. Muss ich was sagen? Sona. Ich sag jetzt einfach mal Sona. Ja, ich hole mir auf jeden Fall Wards und tralala, Sona Support. Diesen ganzen... Okay, Kassadin auf Sub, Tank, Runes und... Masteries, ach ja, komm. Ja, AD Carry ist unser guter alter Thresh. Warum, weiß ich jetzt auch nicht, aber da wird ja wohl irgendwie ein Hintergedanke dran sein. Ich freue mich auf jeden Fall wie Bolle, dass ich wieder aufnehmen kann. Ich habe endlich diese scheiß mündlichen Prüfungen hinter mir. Die größte Plage, die es ein Schüler überhaupt haben kann. Aber egal. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. So, ja, deswegen gab es nämlich die letzten Tage keine Videos. Ich weiß ja nicht, wer von euch Typen da draußen schon regelmäßig meine Videos schaut, aber ich habe da teilweise, wo ich dann Klausuren schreibe und dann einfach sage, nee, aufnehmen und rendern, hast keine Zeit dafür, es gibt nur andere Sachen auf dieser Welt. Wir haben keinen Tank. Wen haben die denn Sub da? Vayne? Ernsthaft? Die haben Vayne als oder Varus als Support. Ich bin jetzt gerade irgendwie ein bisschen dahinter. Ja, Tank Sub Kassa, das läuft ja auch schon. Kassadin ist bestimmt aber lustig. Ja, wie ihr seht, mit Max Health, mit denen ich die letzten drei Runden, gespielt habe, 5 gegen 5. Ach ja, die wollen ja erst die daran muss ich mich erst gewöhnen. Ein Auto-Attack muss reichen, ja, tut mir leid. Sieht zu, wie er damit klarkommt. Ja, mir ist unterwegs auch noch ein Missgeschick passiert an sich. Also ich mache ja normalerweise immer so am Ende von der Runde, sage ich ja, hier und hier habe ich eure Aufnahme und so weiter und so fort. Schreibt das rein in Englisch mit dem entsprechenden Link dazu. Habe ich schon am Anfang gemacht. Finde ich an sich nicht schön. Also ich hatte das in der letzten Runde gehabt, da hatten wir so ein Twitch-Girl, Girly, tralala. Die hat geschrieben, ich übersetze mal eben kurz aus dem Kopf heraus. Na, Augenblick. Diese Jungs, die lernen es auch nicht, oder? Und ich boah. Ich hab einen Auto-Attack gemacht. Der zieht ihr Schaden wie Scheiße. Was soll der Scheiß denn? So, Mädchen. Nein. Ich wollte eigentlich übersetzen, ne? Nein, könnte der Penner da mal bitte aufhören mit dem Scheiß? Gehen die beide jetzt... Ach ja, die gehen beide AD Carrier. Das ist ja ein Traum. Ein Träumchen und ein Fläumchen. Für mich eher ein Fläumchen. Was rede ich da? So. Ach scheiße, ich bin ja gar nicht Thresh. Wieso will ich denn die Seelen aufsammeln? Ja. Jetzt muss ich ihn kurz überlegen. War ja auch wieder ein Hook für die Götter. Ich kann ihm nicht unendlich viele Heals in den Arsch stecken. Tut mir leid. Achso, Irelia. Ich hab schon gedacht, ihre. Ihre ohne Flash. Ja, auf jeden Fall so ein Twitch-Mädchen, was auch immer, ist ja mittlerweile etabliert davon, dass viele Mädchen da noch auf Twitch streamen, habe ich gar nichts gegen, aber die hat direkt geschrieben, I have big boobs, also dicke Brüste mit einem Smurf-Account auf, schlag mich tot, was war das, Gold? Oh, das habe ich ja gar nicht registriert. Und dann geschrieben, ja, besuch mich doch hier und hier, das ist... Mehr oder weniger finde ich das lächerlich. Ja, aber das hatten wir alles schon zum Thema Feminismus und das will ich nicht wiederholen. Ganz im Ernst, dafür habe ich zu gute Laune heute. Ah ja, schön. Liebe ich ja. Ah, schade. Ja, ich bin jetzt alleiniger Hüter der Botlane. Das wird richtig lustig, Freunde. Ich freue mich jetzt schon. Zieh dich, Alte.
Ja, Farm werde ich mir auf jeden Fall jetzt holen. Also. Alter, das ist doch scheiße, sowas. Warte mal, wenn ich... Oh, nee. Ich glaube, wenn ich so einen Vasallen kille, dann... kann ich meinen Ward-Attempt vergessen. Das heißt, ich habe ja so gut wie gar nichts hier. Ist ja scheiße. Also, wortwörtlich scheiße. Ja, aber das... Ah, ja, da ist ja mein AD-Carry-Thrash. Und das hatten wir alles zum Thema Feminismus und das muss man alles nicht haben. Also Smurf-Counter dagegen habe ich nichts. Ich habe ja selber teilweise smurfen lassen. Aber das ist ein Geheimnis. Das sagt dir niemanden weiter, der das hört. Egal wer. Verlässlich wie ein Metronom. Ich habe da gar nichts gegen. Aber sowas ist doch einfach... Muss man nicht reinschreiben. Na, am Ende ist es schön, damit man darauf aufmerksam machen kann, von wegen, ja, ihr wurdet gefilmt. Ist sowas wie, ich weiß nicht. Verstehen Sie, Spaß in Arm ist das. Ha! Ich mache meine berüchtigten Auto-Attacks, die eine Sona eben so macht. Na, ich kann gleich weggehen, also ich bin gleich bedient. Ja, ich werde das auf jeden Fall versuchen, mit heute ein bisschen weniger Quatschen einzumachen, weil die letzte Folge war echt scheiße. Weil ich da die ganze Zeit nur gequatscht habe, wie so ein Wasserfall. Och, komm schon, Mädchen. Ich habe kein Mana, ich habe kein gar nichts. Hol ihn dir! Ja! Fresh AD Carry. AD Carry rockt. Ey, ist voll zum Rocken. Voll zum Rocken am Hockenring, am Hockenring, am Hockenheimring, ja. Bitte das wieder vergessen. Ich werd's rausschneiden. Ja, Ich hole mir erst wieder Mana Cake, so wie gehabt. Ich hoffe, das wird so wie das letzte Sona Game, das ich aufgenommen habe. Sona Game. Ja. Harmonisch. Was haben die? Aus meinen Gedanken an die Dame. Nee. Eben kurz hier Ward aufstellen. Na, komm schon. Ich bin zu inkompetent, um Ward aufzustellen. Das ist irgendwie traurig. Ach ja. Den Typen habe ich ja fast vergessen. Okay, Fletcher ist raus. Darüber freue ich mich. Ich werde nicht alt. Ich werde wahrscheinlich so mit 50 mit einem Herzinfarkt in der Kiste liegen. Ist natürlich jetzt das Problem, dass unser AD Carry ziemlich unterlevelt ist, nennen wir es mal so. Weil Level 4 und schon Ulti Vayne gegen uns, das ist scheiße. Das ist wortwörtlich scheiße. Ah, guck mal, und dann noch der hier. Ja. Ich kann ihm nicht helfen, er tut mir leid. Beim besten Willen. Das ist das Einzige, was mir noch bleibt. Ich bin nach Hause. Ich bin ja zu Hause. Das macht's irgendwie nicht gerade besser. Ja, habe ich auch leider nicht mehr. Boah. Was für eine Ulti. Ich brauche irgendwie, ich weiß nicht, ein AD Carry.
Ja, jetzt kommt er mit Sonnenschalter. Da gehe ich nicht hin. Ich weigere mich, dorthin zu gehen. Ja, das läuft ja schon gut. Dann muss ich wieder drauf hoffen, dass mich irgendeiner da ordentlich carried. Oder generell die Botlane carried. Ich bin die Botlane, ne? nein. Ich habe natürlich auch nichts. Was habe ich denn hier schon? Ich habe hier so ein paar Krüppel-Items. Im richtigen Tempo. Ein Verbündeter wurde getötet. Alter, was der Thresh da voll auf die Fresse bekommt. Also nicht nur in die Fresse, sondern voll in die Fresse. Ist ja eine Steigerung von in die Fresse. Aber kleiner deutschen Verricht am Rande, das tut jedem gut. Ja, wir haben 10 AP. Ey, boah. 10 mehr und ich mach mehr Schaden. Oder? Ich mach jetzt schon mehr Schaden. Aber läuft auch das gleiche hinaus. Adagio beschwören. So, schöne Grüße noch von mir. Warum denn noch nicht? Warum ich jetzt die Kuh gemacht habe, das ist mir auch so ein kleines Rätsel. Ja, ein Kill für den Supporter. So, wie viel Seelen hat denn unser guter Wumpel Thresh? 20. Wird schwierig. Ja, der ist tot. Ich mach noch viel Schaden am Tower. Ach, ich hab ja gar kein Wort. Ich hab ja kein Wort. Was will diese Krüppelmagierin hier gerade von mir? Wieso kann ich keine E nutzen? Wieso konnte ich gerade keine E nutzen? Wieso bin ich tot? Und wieso müssen wir einen Thresh AD Carry haben? Ja, 4 gegen 1. Das ist immer merkwürdig. Immer, man hat nie wirklich das Gefühl, dass alle weg sind. Das merkt irgendwie keiner. Aber wir, die sind auf der Botlane. Dann gibt es aber hier echt Stress. So, 2 Minuten gibt es dann wieder Terror in der eigenen Truppe und dann ist wieder Ruhe im Karton. Und dann ist wieder Ruhe im Karton. Ja, Tower ist sowieso weg, ist voll für den Arsch. Und was ist jetzt hier gerade nicht voll für den Arsch? Jetzt muss ich gerade suchen nach den positiven Ereignissen. Die Sejuani ist nicht voll für den Arsch. Und den Varus haben wir voll im Griff. Und die Irelia. Im richtigen Tempo. Ja. Die haben wir voll im Griff. Ich bemühe mich gerade hier noch irgendwas Positives rauszunehmen. Vielleicht wird es noch besser. Also, ich hatte oft genug das... ich hatte das ja oft genug... Dann war es richtig scheiße, das Game. Ich will hier immer Seelen sammeln. Das ist so verwirrend. Ich glaube, ich habe zu viel Thresh gespielt. Man war richtig am Abkacken. Und dann irgendwie die letzten 5 Minuten haben die ganzen Typen geschlafen, die ganzen Gegner. Ich gehe ihm kurz da dem Typen da Midlane helfen, weil der scheint da doch ziemlich am Arsch zu sein. Kommt zu mir! Tschüss! War jetzt zwar unnötig die Ulti, aber egal. Ja, passiv ist auch raus, ja supi. Boah, ich carry hier ja. Ey, boah. Aber ich wollte auch nicht, dass der Varus mich platt macht. Da hätte ich keinen Bock drauf gehabt.
Was sie für einen Lifestyle hat, also das ist ja auch echt abartig. Ja, volles Rohr. Ja, volles Rohr, diese Motivation. Aber so hört sich das an, wenn ich mich richtig konzentriere, dann ist irgendwie alle Motivation weg. Ja, wir haben endlich diese alte von Vayne platt gemacht. Und ich habe bis heute nicht gelernt, ordentlich Wards aufzustellen. Das ist irgendwie traurig. So, ich gehe wieder aber zurück auf meine Lane. Und werde nochmal eine Runde warden. So, was weiß ich, so die Gammelstellen. Die richtigen Gammelstellen dieser gesamten Map. Unter anderem hier im Busch. Im Büschelein. Boah, was für eine Ulti. Ja, echt. Anstatt, dass ich da weggehe, nein. Ulti ist jetzt auch gerade erst in 17 Sekunden, also auch voll für den Arsch. Kassadin hat keinen Blue, wieso hat Kassadin keinen Blue? Beschleunigter Satz. Alter, ey. Was die für einen Schaden drückt. Holla, die Waldfee. Kurz gucken. Ah, das ist gut. Das ist, ich habe mir das noch gar nicht angeguckt, was die Ulti direkt bewirkt. Das passive Effekt hat. Ist mir gar nicht aufgefallen bis jetzt. Ja, Mana ist jetzt sowieso draufgegangen. Oh! Ja, Ulti voll für den Hintern. Vom Mana Ward. Und tschüss. Lauf jetzt. Was kannst du eigentlich, Sona? Was kann ich eigentlich? Und wie, wo kommen die alle her? 5 Leute. Auf einmal kamen 5 Leute aus dem Gebüsch. Ne, 4. Das wird kein Spaziergang. Na komm. Ja, ein paar Schüchchen. Alter, ey. Die LeBlanc räumte auch aber ziemlich auf, aber das ist keine Überraschung. Aber. Das ist keine Überraschung. LeBlanc ist einfach OP. Das ist, ist so eine Sache immer mit LeBlanc. So, Mädchen. Auf geht's. Hast du gesehen, was für einen Schaden ich mache? Es kommt nochmal. Ja, okay. Worauf will der gehen? Auf Blutklinge, ne? Ja, so nennt sich das, glaube ich. Aber ich muss warden, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe noch ein paar Wards auf der Karte, ja. Aber die sind auch schnell weg. Ja, Ulti ist sowieso weg, habe ich gerade für nichts verballert. Und wird auch nichts bei rumkommen. Wieso ich? Wieso habe ich mir den Kill jetzt gerade geholt? Ah, jetzt. Irgendwie sieht keiner, dass er... Alter, ist die alte Tanky geworden. Ja, Drache ist sowieso weg. Können wir uns sowieso an der Haare schmieren. Die haben jetzt... Haben die noch gar keinen Drachen gemacht? Dragon? Drache? Irgendwie was?
Nee? Ja, dann nicht. Bitte. Kommt wahrscheinlich noch. Ich stehe 3-3-3 als Sona. 6-6-6 und ich werde als Satanskind beschimpft. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich sehe das gar nicht sofort, wenn da direkt geprügelt wird. Oh! Tschüss! Komm her! So, soviel zum Thema LeBlanc. Zum ersten Mal drauf. Nee, zum zweiten Mal, ne? Ja, zweites Mal. Sonst hätte ich mich toll gefühlt. Aber bitte, zum ersten. Zum zweiten Mal. Ich bin nicht mehr auf der Höhe. Glaube ich. So, was haben wir denn darin am Lauern? Einen guten alten Varus. Ja, das war ja echt hier bombastisch. Bombastisch-pedastisch war das hier gerade. Mein Mikro hier. Quatsch, nicht mein Mikro, mein Headset. So. Die unnatürliche Range ausnutzen. Das ist ein Teil von Sona. Oh Mann, Leute. Was macht der Kassadiener eigentlich die ganze Zeit? So. Obwohl, nee, ich bleib jetzt in Kurz hier. Ich hab zwar wenig Mana, aber ich glaube, der braucht mich. Sonst kommt er hier gar nicht klar mit der Vayne und der LeBlanc. Das ist so eine unnatürliche Rage, die hat. Ja, Musik dringt an jedes Ohr, ne? So, Baron warde ich auch nochmal. Ist immer eine gute Idee. So, wer braucht alles Heals? Ich bin nicht gerade der Meinung, dass er so weit durchpushen sollte. Ich bleib mal hier so sitzen. Oh! Keine gute Idee, Freunde. Oh,
Freunde der Nacht. Was war das denn? Nee, da bleibe ich nicht. Das ist mir zu gefährlich da. Alter. Was war das denn? Da hat sich gerade mein Herz um zwei Schläge vertan. Was war das denn? Alter, da kam die einfach aus dem Busch geballert. Ja, geballert. Wortwörtlich. Heilige Mutter Maria Gottes. Beschleunigter Satz. Ich stimme zu. Ja, zu fünft ist super mit durchpushen, nur... Ich bezweifle trotzdem, dass er noch ein bisschen schwierig wird. Vor allem mit der alten Irelia da. Mit der alten Kotzkrücke. Ja, Irelia kommt noch einmal eben kurz von hinten rein. Sehe, was du nicht siehst, und das ist tot. Müsste man so ein Psycho-Thriller draus machen, ja. Ich sollte rennen. Lauf, Mädchen, lauf! Na, wenigstens ist der Tower weg. Was der Kassadiener macht, das ist mir immer so ein bisschen... Naja, sehr unorthodox. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ja, super. Vierteltakt. Ich farme jetzt als Sona. Ach ja. Oh! Tschüss! War schön mit dir zu reden. Okay, ich geh back. Ich hab's gelernt. Mann, ich muss unbedingt unseren Jungle warnen. Das geht mir so auf den Keks, dass die immer aus jeder einzelnen Gammelecke rausgeströmt kommen. Ja, komm. Hier, und dann kippe ich mir noch ein paar Tränkchen rein. Mein Hals wird langsam trocken. Und ich brauche hier ein bisschen Hilfe. Liebe Freunde der Nacht, ich brauche Hilfe, und zwar Achtung von euch. Ja, hat ja super funktioniert. Boah, Kassadin. Super Einsatz. Oh Mann, ey. Cool Story, Bro. Wer einfach mal immer Ulti ist. Irgendeiner von den Deppen hat immer Ulti an. Ja, das wird für mich schwerer als ein Bild für voll zu nehmen. Also das ist echt... Das wird echt schwierig. Obwohl, ich glaube, ich habe sogar mal diese Zeitung für voll genommen. Das ist aber Ewigkeiten her. Wann war das her? Ich glaube, da war ich... Ich glaube, 12. Ja, kann gut sein. 12. Kann ich mich erinnern, das war ein Bild am Sonntag. Beschleunigter Satz. Selten so einen Müll gelesen. Aber dass man diese Zeitung nicht für voll nehmen muss, das ist... Man kann ja schon dazu ausgrenzen zu sagen, das ist eine Satire-Zeitschrift. Also wenn Alice Schwarzer für sowas wird, dann kann das nur eine Satire-Zeitschrift sein. Und das
eine andere Möglichkeit gibt es da nicht. Also. Cool. Nein. So mit dem Millimeter noch. Hier rennt doch jemand dahin. Alter, ey, was die LeBlanc für einen Schaden macht an dem Penner. Das ist ja richtig affig. Steht 3-5-5. Also das ist, nennen wir es mal unpassend. Komm. Ja, lass sie ins Gras beißen. Die hässliche Tante hat's verdient. Wieso ist der Midland Tower noch nicht durch? Wollt ihr mich verarschen? So, ihn kurz nochmal hier geben. Wie ich teilweise einfach mal diese Lecks hab. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Warden, ich vergesse das immer. Wieso vergesse ich das? So, da steht jemand. Ernsthaft? Einfach mal durchgehend die Ulti drin? Tschüss! Nee, da gehe ich nicht hin. Tschüss! Die ist so heftig gefeedet, die Vayne, ne? Aber hallo. Wir müssen uns die Vayne holen. Was? Wo kam die denn her? Nee. Ja, Ulti. Warum denn noch nicht? Alter Verwalter. Wer denkt sich so einen Dreck aus? Ja. Wenn wir mal das Thresh weggesprungen ist mit der Vayne. Ja. Ich bin immer noch so erstaunt darum, dass dieser, dass der LoL-Chat die deutschen Schimpfwörter nicht bannt. Das habe ich immer, fand ich immer ein bisschen merkwürdig. Aber wahrscheinlich nur deswegen, weil der, meistens eher auf Englisch ausgelegt ist als auf Deutsch. Ne, dann und wann hat man es noch? Dass man dann in diesen LoL-Chats halt eine andere Sprache spricht wie Deutsch und so weiter. Kommt ja mal vor. Ja, hol ihn hier! Ich stehe nicht zu meinem Vergnügen. Ja, jetzt habe ich hier ordentlich Lecks. Also das ist ja hier wieder unglaublich. Sonst steht es eigentlich nur durchgehend auf 30 FPS, aber irgendwie so dann und wann bricht das Ding einfach mal durch. Dann ist Ende im Gelände. Ja, Dragon ist auch weg. Große Klasse. Wards. Ich setze mal hier noch einen hin, falls jemand durch den River tapert, wie zum Beispiel die Alte dort vorne. Wie einfach mal die Vayne alles mal abräumt. 10-3 steht die Alte. Und
Und ich stehe 3-7-7. Das ist nicht gerade ein Ergebnis, auf das ich mich freue. Ja, ich denke, Alter, was ich hier einfach mal für Lex habe. Ich weiß nicht, wie das, also für mich kann es dann eigentlich nur an der Internetverbindung liegen. Nicht wirklich so sehr, ich meine, ich wohne hier am Arsch der Welt. Ich sag natürlich nicht, wo ich wohne, das wäre natürlich ein bisschen doof. Gibt ja Leute, die machen ja sowas. Nur wenn Deutschland eines hat, dann ist es ein nie gefährdeter Rohstoff an Vollidioten. Vollidioten wird es immer geben. Gibt es jetzt immer, gab es immer, wird es immer geben. Das ist mein Grundsatz. Wie bin ich jetzt auf Vollidioten gekommen? Habe ich gerade... Hä? Ich weiß nicht, wie ich auf Vollidioten gekommen bin. Oh, nee, dann lieber nicht. Was? Von was? Ach, hier von so einem verdorbenen Scheiß, oder was? Ja. 388. Also ich halte zumindest mit meinen... Lass ich mal so laufen, mal gucken, wie es sich ergibt. Alter, ey. So diese Rage-Quit-Sprache, wenn man einfach mal keinen Bock mehr hat auf das Spiel. Das kann ich echt verstehen jetzt. Und das lief ja auch schon so schön. Ja, Lex. Mein PC kann das nicht haben, wenn ich verliere. Sag dann einfach, nee, das kann nicht sein. Ich bin zu gut, um zu verlieren. Das ist jetzt hier nicht euer Ernst, oder? Eins gegen drei. Hallo? Ich hab doch gesehen, wie drei Leute dafür gestimmt haben. Wollt ihr mich verarschen? Ey, dieses System, das ist einfach mal... Also dafür, dass das Amis sind, haben die, glaube ich... Die Entwickler, die haben, glaube ich, einen ziemlich beschränkten Sinn in Bezug auf Demokratie, glaube ich. Das habe ich aber noch nicht gesehen, wie so ein Inhibitor aufgebaut wird. Das sieht ganz cool aus. Ja, und jetzt verziehe ich mich wieder, weil es ganz cool aussieht. Ja, natürlich. Ja, das war ja echt hier genial. Pass auf. Nee, doch nicht. wieso? Prügelt sie nieder! Ja! Natürlich gehe ich back, ich war lowlife. Die will mir doch hier nicht ernsthaft erzählen, dass sie durch den Scheiß hier stirbt jetzt, oder was?
Alter, mal, wie viel Schaden die einfach mal aushalten können, diese scheiß Mistviecher. Und ich würde mal einen berühmt berüchtigten Autotext hier. Guck mal, wer da vorbeikommt. Eine hässliche Nutte und noch eine hässlichere Nutte. Ja. Kann ich mir leider jetzt gerade auch nichts von kaufen. Na komm. Kauft er jetzt hier einfach nicht. Glaubt's ja nicht. Kann das sein, dass der Varus nicht fokust, oder sehe ich das falsch? Hallo? Boah, diese Superminis, wie heftig die einfach mal sind. So, ich brauche jetzt erstmal Kohle. Quatsch. Items. Ach, Super Minions. Darauf habe ich ja gewartet. Habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Einfach mal alles bei uns ist kaputt. So, die versuchen jetzt natürlich wahrscheinlich über drei Seiten hier rein zu prügeln. Reingeprügelt zu kommen. Ach ja. So, wen haben wir alles ins Grab geschickt? Ich klick. Wir haben jede Menge Bimbos ins Grab geschickt. Das ist doch schon mal was. Ja, es wird auf jeden Fall eine sehr lange Runde. Wir müssen uns alle auf die Vayne stürzen. Damit die Alte bloß Ruhe gibt. Alter, ey, einfach mal so ein 4000er Crit. So. Ja, ich denke mal, ich push mal durch mit Maxi in der Hoffnung, dass das da irgendwie läuft. Tschüss.
Der ist mehr als eine Minute weg. Oh, jetzt werden wir Spaß haben. Aber jetzt hänge ich mit drin in dem Scheiß, oder was? Ja, und ich habe jetzt auch gerade eine Pause bekommen. Nee, da kriegt ihr ja nie im Leben da gedefft. Also, da müssen ja schon extra dämlich sein, diese Gegner. Diese Gegner, vor allem diese Gegner. Ich kaufe mir jetzt noch so ein paar Pseudo-Items. Warum auch immer. Aber viel wird das jetzt nicht werden. Also. Nee, wird garantiert nichts. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Ja, ich bedanke mich für das Zuschauen, für das Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn's wieder heißt Let's Play League of Legends. Und bis dahin, auf Wiedersehen!